Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skyline. Hier ist wieder euer Punky. Wir befinden uns in Vanilla Bay und haben in der letzten Folge das Eden-Projekt ein bisschen vorangetrieben. Noch sind wir nicht durch, noch fehlt uns ein Geschäftspark, noch fehlen uns knapp 9500 Quadratmeter. Ja, das ist die heutige Aufgabe, immer noch. Und wir wollen mal schauen, wie wir diese jetzt bewältigen. Ich habe ja gesagt, eventuell bauen wir hier was hin. Dazu muss das Gelände allerdings ein bisschen eingeebnet werden. Da wir sowieso Erde benötigen, bietet sich das Ganze sogar an. Ich würde jetzt einfach mal schauen, dass wir hier sozusagen eine Art Graben setzen, also dass wir hier nochmal in so eine Talzone kommen. So erstmal. Und die Erde, die wir dann hier uns beschaffen, die können wir dann weiter verwenden für unser Flughafenprojekt. Denn ihr erinnert euch, vor Vanilla Bay soll ein Flughafen entstehen. Und das wird natürlich auch ein kritisches Projekt, weil definitiv hier braucht es dann auch einen Autobahnanschluss. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen will, aber ja. Lasst euch überraschen. Irgendwie werden wir das schon dahin zaubern. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier ein bisschen das Ganze geformt bekommen. So, nicht mehr genug Erde. Okay. Aber ich könnte mir fast vorstellen, das könnte schon jetzt ausreichen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht eigentlich schon mal sehr, sehr gut aus. So, Autobahn. Wie soll das dann funktionieren? Das ist eine gute Frage. Mich graut es schon davor. Diese Idee. Aber jetzt geht es nicht um das Thema Autobahn. Jetzt geht es ja erstmal weiter um das Thema Geschäfte. Und eine Möglichkeit erstmal nach Höhenlinien. So, zeig mal her, wo bist du denn? Also wir könnten auf jeden Fall hier erstmal eine Straße quer durchziehen. So ungefähr erstmal wissen, wo die Höhenlinien sich enden. Also für den Moment. Wobei. Das muss noch ein bisschen weiter weggezogen werden. Machen wir es mal so. Und ziehen es mal ganz ran. So, versuchen es mal gerade so ein bisschen gerade zu bekommen. So. So. Oha. Ich würde mal sagen, so wäre es erstmal okay für den Moment. Jetzt planen wir hier erstmal Straßen. So erstmal. Dann reißen wir die Straße wieder ab. So, wenn es geht. Also den Platz optimal jetzt auszunutzen. Das und jetzt einmal eine Querverbindung setzen. So. Und
Und ich denke mal hier oben auch nochmal. Gut. Und dann kommen jetzt hier wieder weitere Geschäfte hin. Aber erst kümmern wir uns um die Wasserleitungen. Nicht, dass uns die Bürger wieder aufs Dach steigen. Und perfekt. Sehr schön. Dann holen wir uns hier unseren Fülleimer und sagen, bitte einmal komplett mit Geschäften versehen. Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt angenommen wird. Und vor allem müssen wir jetzt ja sehen, dass wir eine bessere Anbindung bekommen. Daher mal überlegen, wie kriegen wir das jetzt hin? Die fahren hier runter, die fahren hier runter. Wir könnten auf jeden Fall hier nochmal einen Kreisverkehr hinsetzen. Die eventuell den Abfluss ja auch nochmal so ein bisschen verbessert. Müssen wir nur sehen, dass wir hier auch mit der Autobahn eventuell langkommen. Vielleicht kommen wir da drunter durch. Also drunter wird wahrscheinlich etwas schwieriger. Aber zumindest können wir uns erstmal um die Leute kümmern, die von Vanilla Bay kommen. Das wäre doch, denke ich, mal eine Maßnahme. Dass wir das mal versuchen. Autobahn. Abfahrten. So, könnten wir hier nochmal so eine Abfahrt dazwischen setzen. Wenn es geht, schon mal langsam. Langsam nach unten. So, warte mal. Wir wollen irgendwie versuchen, hier so zurückzukommen. Dann gehen wir hier mit einer relativ steilen Kurve raus. So, das wäre schon mal Schritt 1. Hier könnte dann der Kreisverkehr hinkommen. Da reißen wir mal die Steine weg. Bereiten uns hier schon mal so einen Kreisverkehr vor. Müssen wir mal sehen, dass uns hier nicht mit irgendwelchen Linien in Bedrängnis kommt. 300 und 350. Warte mal, die Linien kurz alle rausnehmen. Winkel und Straßenlänge aber drin lassen. So, dann haben wir jetzt hier 250. 250. 300. Hä? 300. 350, ja, das ist aber ein komisches Ei. Ich wollte es eigentlich etwas schöner haben. Gut, machen wir es gleich in die richtige Richtung, denn wir haben ja Linksverkehr. 200, 200. 200, 200. Halt. 200 und 250. Lol. Ich kann nicht mehr zählen. So. Dreihundert. 300. 300. 350. Ich kriege komischerweise nur Eier hin.
Obwohl das Gebiet hier eigentlich glatt ist wie ein Babypopo, meine ich. Ja, definitiv. Also, warum kriege ich denn keine vernünftigen Zahlen mehr hin? Weiß ich jetzt kaputt? So. 250. Jetzt zeigt mir wieder 300 an. Ich verstehe nicht warum. Das passt hinten und vorne von der Zusammensetzung gar nicht. So, versuchen wir es nochmal. Zack. 200. 200. 200. Gut, könnte man zumindest erstmal durchgehen lassen. Auch wenn es gerade nicht unbedingt hübsch aussieht, aber man könnte es erstmal so lassen. So, jetzt haben wir hier unsere Autobahnabfahrt. Da fahren wir jetzt praktisch hier runter zu unserem Kreisverkehr, der jetzt ganz schon weit weg ist. Kommt ja auch noch hinzu. Aber wir müssen ja eh noch hier irgendwie rum und runter. Dann vielleicht mal so anschließen. Ja, genau. Der baut uns komische Sachen hier heute. Vor allem stimmt das doch gerade gar nicht, was ich hier gemacht habe. Entschuldigung. Gut, okay, das hier gefällt mir gerade überhaupt noch nicht. Das müssen wir definitiv nochmal ändern. So, wir haben Linksverkehr. Das bedeutet, so müssen wir den Kreis ziehen. Jetzt 240. Jetzt komischerweise passt es. Muss man das verstehen? Nein, muss man nicht. So, wenn das jetzt unser Kreisverkehr ist, er soll praktisch, theoretisch gesehen soll der ja, wenn du es so siehst, soll er hier dran kommen. So rum. Dann baut er uns so eine Rampe. Darauf können wir eigentlich verzichten. Mal gucken, kriegen wir hier eine Kurve gesetzt? Vielleicht ungefähr so. Und so. Das einmal nur in die richtige Richtung. Dann sehe das so aus. Das wäre noch okay. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir es hin? Am besten mit einem Tunnel könnte ich mir das vorstellen, dass wir dann da runterkommen. Wollen wir das denn so lassen mit dieser langgezogenen Kurve? Und dann versuchen wir direkt mal hier oben dran zu kommen. Sieht vielleicht sogar noch ein bisschen besser aus. Mal sehen, kommen wir hier irgendwie dran. Sehe jetzt mal so für den Moment aus. Das wäre noch okay, glaube ich. Das ist machbar. Und jetzt versuchen wir hier mit einem Tunnel runterzukommen, dass wir hier auf die Autobahn wieder drauf können.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder direkt gerade durch. Wäre auch noch eine Idee. Gut, okay. Aber Sie sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt möchte ich eigentlich nur noch diesen Kreisverkehr hier anbinden an unseren Geschäftsviertel. Das bedeutet einmal eine große Straße, eine Möglichkeit irgendwie hier rausziehen. Ja, warum nicht mal einfach so eine Querstraße reingesetzt? Sieht bestimmt auch schick aus. Und von dieser Querstraße gehen jetzt nochmal eine kleinere Straße. Nicht so, aber so vielleicht und so. Und so. Genau. Das sieht doch schon ganz schick aus. So, Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter fehlen uns. Hier ist also jetzt ein extremer Zuwachs entstanden. Das bedeutet, wir müssen uns hier auf jeden Fall dann noch weitere Einwohner holen. Und ja, wie sieht es denn jetzt aus um unser Eden-Projekt? Hat es denn was gebracht? Puh, nicht wirklich viel. Wir müssen ja die halbe Stadt zukleistern damit dann. Theoretisch gesehen hier das komplette Gebiet einmal. Das wäre aber auch ein bisschen heftig. Gut, aber noch werden ja einige Geschäfte hier sind noch nicht bebaut. Also noch gibt es ein bisschen Platz. Warten wir erstmal ab, bis der Platz komplett ausgenutzt worden ist. Und dann schauen wir weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch nun alles Liebe, alles Gute. Euer Punky vom Punky Let's Talk. Bye bye.